Hallo und herzlichstes Willkommen hier zu unserem neuen schönen Kreuzworträtselchen, dass ich mal wieder nicht alleine rätseln muss. Also ich muss schon alleine rätseln, aber trotzdem, ich muss auch noch gegen die Zeit rätseln. Und deswegen würde ich auch mal gar keine Zeit verschwenden und sagen, Etüde! Auf die Plätze, fertig, Etüde. Tropenfrucht. Da. Da, das ist es. Niedrig-T3-Syndrom. Oh Gott. Ja. Nebenfluss der Donau. Haha, kennen wir doch jetzt mittlerweile. Bam. Klappt ja richtig gut schon. Kannenschnabel, oh Gott, keine Ahnung. Okay, Formel-1-Strecke, USA. Muss ich überlegen. Planieren ist das natürlich. Erdgeist, vermutlich. Ja. Yes. So, Security Locket Layer, das ist ja Socket Layer, natürlich. Das ist auch easy. Vor kurzem. Nee. Noch nicht. Schlafstätten sind easy. Ja. Achso, da meinen die das. Staat der USA. Ja, das ist natürlich der hier. Das ist die Vergangenheitsform von verlassen. Längenmaß ist zum Beispiel das da. Unglücklicher Ausgang. Déjà-vu. Nein, Quatsch. Das ist es definitiv nicht. Führende Stimme im Jazz ist natürlich das, wie auch in Rockbands. Europäische Weltraumorganisation ist die ESA. Singvogel, Mehrzahl sind die Amseln, natürlich. Danach ist dann. Okay, läuft gut. Vorname der Bause ist die Inka. Ausnahmsweise kenne ich das mal wieder. Manchmal habe ich Glück damit, manchmal nicht. So, dann ist das. Paradiesgarten ist das. Und dann haben wir hier das Debakel. Das hoffentlich nicht mein japanisches Pferdebild. Ems. Keine Ahnung. Ich hab keine Ahnung. Kindertagesstätte ist wäre ja auch zu einfach. Wenn nämlich die. Warte mal. Hautbewuchs ist. Nee, gerade nicht. Hit von Mark Forster. Och Mann, nein, bitte nicht. Anerkennung. Ja. Haben wir bald. Bodenschatz ist Edelmetall ein schon bereits. So, das haben wir. Vorname des Darnell ist dann wohl der hier. Windrichtung Suet. Ein Bodenschatz. Erddings. Irgendwas. Eine Anerkennung ist schon mal das. Das hilft mir. Suffix, nein. Ach nee, Suffix. Das wäre auch komisch. Ah, okay. Nee. Eal. Eol. Ein Suffix ist doch was irgendwo hinten dran kommt. So, Eisleben. EIL. Ist das schon mal? Keine Ahnung. Aber die Kindertagesstätte weiß ich. Kenne ich nicht. Keine Ahnung. Ah, und jetzt weiß ich natürlich, was der Bodenschatz ist. Ach, okay. Reell zum Beispiel könnte man hier als Beispiel anführen. So, dann weiß ich jetzt auch, wo das ist. Kannenschnabel ist eine. Das da. Wasserweg ist bestimmt nicht das, weil das nicht beinhaltet, dass das mit Wasser zu tun hat. Aber dafür haben wir das. Minimal kurz ist das.
Haha, da kenne ich mich wieder aus. Geradlinig ist natürlich das. Und jetzt fehlen mir nur noch zwei Buchstaben. Und jetzt fehlt mir nur noch einer. Oh, nee, doch nicht. Doch nicht. Hautbewuchs. Huch. Was ist das da? So, und jetzt fehlt mir nur noch ein Buchstabe. Also, es hat mir wirklich nur noch ein Buchstabe gefehlt, weil das ist alles derselbe. Aber ja, jetzt müsste ich ihn nur noch eintippen. Und dann wäre ich ja. Dann könnte ich ja was rufen. Das wäre ja super. Wie lange sind wir denn jetzt schon? Oh, Mensch. Fertig! Zwei Buchstaben, echt? Oh. Also mir fehlte ein Buchstabe und mir fehlten gleichzeitig drei Buchstaben. Es war alles derselbe. Super! Das ist doch gar nicht mal so ein großer Unterschied heute gewesen. So, dann würde ich sagen, 3, 2, 1, Etüde und wir gehen weiter mit dem Lösungsworträtsel. Ha, japanische Hafenstadt. Bin ich mir noch nicht sicher. Weiß ich noch nicht. Blasierter Angeber. Ist ein Ekel. Keine Ahnung. Weiß ich nicht. Körperteil, Bein. Huch. Nicht. Ist es schon mal nicht. Gut. Beteiligt. Dabei. Ja, natürlich. Blasierter Angeber ist bestimmt das. Ja. Wir haben hier gerade einmal wieder. Obwohl das gar kein Pizmeet-Video ist. Mehr sage ich dazu nicht. Okay, ich vermute mal, damit ist das gemeint. Hab schon viel über diesen Ort gehört. Tatendrang ist natürlich das. Ja, ich kann heute leider das Wort nicht vorzeitig raten, aber ich werde mal versuchen, sobald ich es raus habe. Winterniederschlag ist natürlich gerade. Schneel. Nein. Warte mal, winterlicher Niederschlag hat aber mit Schnee hier nichts zu tun. Dann könnte das noch irgendwas mit Hagel sein, aber es ist alles nicht. Spärlich fließen. Ja, vor sich hin blubbeln. Keine Ahnung, Kobold ist ein Kobold. Was ist denn reizend? Was ist denn lückenhaft? Mein Gedächtnis gerade. Winterlicher Niederschlag. Schneehütte ist ein. Nicht das? Iglu. Oh. Sorry, war Schleichwerbung für blöde Fischstäbchen, die leider gefasst so heißen. Was haben wir denn hier noch? Die Gewittererscheinung ist doch super. Also wir haben haufenweise Wetter gerade hier. Lückenhaft. Abkürzung einer Gartenschau. Nee. Ach so, warte mal. Dann ist das die Landesgartenschau? Nee. Irgendwas mit GA auf jeden Fall. Folgerung. Was ist das hier? Das ist bestimmt irgendwas mit Eis. Spannwerkzeug. Womit spannt man denn etwas? Elektrisch geladenes Teilchen ist das? Ja. Spannwerkzeug. An welchem Ort ist das? Up to date ist in. Ich würde mal sagen, das ist das. Okay, dann ist das hier auch reizend. Ja, weiß ich noch nicht jetzt gerade. Aber das ist das Fazit, also muss es ja. Das weiß ich dann noch gar nicht, ob das hier, also ob da ein E reinkommt. Bin mir gerade nicht sicher, was die meinen damit. Leitbild ist ein Ideal, ja. Körperteil. Mund ist es auch nicht, aber die Hand wird es sein. So. Langohr ist natürlich der Hase. So, der Gerbstoff, mit dem man gerben kann. Also auf jeden Fall weiß ich, Naila ist NAI.
Gott, das Wickeltuch. Abkürzung für Pamela, das weiß ich. Oder Pamela. Spam. Längenmaß ist natürlich wieder wie gerade eben das. Fischknochen ist auch klar, ist die Grete. Deutsche Sagengestalt ist die Ute, natürlich. Nein, ungezogenes Kind ist ein Narr. Nein, Quatsch. Ein Gör. Gör wollen die haben. War das ein Paleo? Nee. Paar Ings, paar irgendwas. Pareo, okay. Aha, na so, so. Zetern, weiß ich noch nicht. Dummkopf ist ein Narr zum Beispiel. Oder ein Blöd-Typ. Depp. Depp. Der Johnny Dummkopf. Nein, Quatsch. Nein, nein. Der ist ganz. Der ist wahrscheinlich recht nett. Vielleicht. Keine Ahnung. Hab ihn nie getroffen. Vielleicht ist er auch nicht nett. Ich hab da kein Urteil dazu. Spärlich fließen. Was haben wir noch? Amerikanische Filmfirma. Das ist das. Dann ist das Schmuckstück wahrscheinlich sowas. Ja. Doch, irgendwas mit Raureif war es. Okay. Lückenhaft, teilweise. Hätte ich das sogar gewusst. Rieseln. Ja, genau. Okay, was soll denn das denn für was sein? Ich muss wohl wahrscheinlich die vier noch irgendwie rauskriegen. Ein Abschnitt ist eine Etappe. Ja. Kasparten? Nee. Karpaten. So kann man sich das nämlich auch erklären. Okay, hier ist das Lösungswort, also Karpaten. Zetern. Finanzmarktaufsicht. Die FMA einfach nur. Femme fatale. Oh, gute Frage. Französischer Trau, sowas. Nee. Ah. So. Okay, ja. Verstehe ich nicht. Zetern. Ich hätte jetzt sowas wie Zweifeln oder so genommen, aber das geht hier nicht. Geifern? Na, das ist ja ein Ding. Ja. Fiat. Ohne den ersten Buchstaben ist das ein Fiat. Der K Kobold ist aber das. Ach, die meinen natürlich das hier, das Opiat. So, und mir fehlt noch. Irgendwo fehlt mir noch was. Bei dem Gerbstoff. Nee. Nanin, Manin. Ah. Ich hab da grad wohl was fertig. Ich hab da wohl was fertig. Ja, ich glaube nämlich unten rechts wäre ein bisschen, also da ist viel gewesen, was man gewusst hätte. Links, okay. Hast du den Kobold schon? Echt nicht? Kann ich dir einen Tipp geben, indem ich Gravity Falls sage? Okay. Tja, was mache ich denn jetzt so was Schönes? Ich zeige euch noch mal ein Leithorn. Das ist ein Leithorn. Leithorn! Und das ist ein Flugmops. Ja.
Ja, nee, also es ist ein anderes Wort für Kobold im Grunde. Also auch kleine Männer. Na, mit vier Buchstaben geht's doch. Hast du denn den zweiten schon raus? Ja, genau. Nee. Und es ist ja nur einer, nicht vergessen. Mit, wenn's mehrere wären, wären es fünf Buchstaben. Ich überlege gerade, wie kann man das noch sagen? Was könnte ich denn noch? Hast du denn das Narkotikum? Okay, das ist dann schwierig. Was gebe ich denn jetzt? Was kann ich denn jetzt als Hinweis geben? Kennst du zufällig noch das Pokémon aus Schwert und Schild? Diesen Schneekäfer, der so süß aussieht. Oder diese Schneeraupe. Dann kann ich dir leider auch gerade nicht mehr weiterhelfen. Nein. Nein, ich will nicht weitermachen. Ist immer noch eins davon der Kobold? Okay. Ha? Ja. Gnom sei Dank, haben wir es. Gut, dann fehlt ja jetzt noch ein Rätsel. Und da würde ich mal sagen, auf die Plätze, fertig, los! So, was haben wir denn hier? Okay, länglich und rund. Das hat auch weniger Buchstaben als das, was ich denke. Wintersportgerät, Wasserski. Nein, natürlich nicht. So, okay, dann haben wir das schon mal. Behörde ist wieder klar. Sportgerät weiß ich noch nicht. Es könnten ja nicht die Ski, das können ja auch nicht das Snowboard. Nee. Das war's nicht, aber lateinisch. Aha, dies und das, dies und da ist. In Ordnung ist okay, könnte aber auch IO sein, es wäre nicht falsch, glaube ich, eigentlich. Existenz. Ja, das Leben, nein. Pfeffer, Salz, nee, das ist es auch nicht. Dörfer und Städte sind natürlich wieder die Orte. Stück vom Ganzen ist ein Teil. Unverfälscht ist natürlich das. Lecken könnte jetzt zum Beispiel das nicht inbegriffen. Separat. Weiß ich noch nicht. Italienische. Das ist natürlich das. Ja, das ist dann ohne. Das ist dann die Nelke. Die Existenz ist auch das Sein. Oder Nichtsein. Lage, ist die Position. Fruchtform ist die Beere. Okay. Eintönig ist, ja, noch mir unbekannt. Länglich und rund. Ah, das Trinkgefäß ist das hier. Die Milch war hier unten. Ich habe mich schon gewundert, weil
Italienisch für Milch ist doch das. Ja, und das ist lang und rund. Nein. länglich und rund. Da meinen die damit das da. Ah. Okay, dann weiß ich auch, was das hier ist. Okay, ja. Und wir haben übrigens schon Locken oder die Locken als Lösungswort. Was eintönig ist, keine Ahnung. Gegenteil von Glück ist natürlich dann das Pech, welches ich haben werde, wenn ich hier nicht schnell genug bin. Zeitig ist Frue und Adresse ist ADR. Und jetzt muss ich nur noch einen Buchstaben erraten. Det. Nein. Öd. Öd ist das. Ah. Wie soll ich es sagen? Ja. Oh. Vielleicht ist es ein O, wollte ich damit sagen. Ah, verdammt, dann ist es also nicht öd. Das Wort. Beim Biskuit. Ja, das ist ja einfach. Den hatte ich eben mit als einen der ersten. Ja. Haben wir letztens auch gebacken. Also Plätzchen haben wir gebacken, aber eigentlich. Schön, schön. Da lief das doch heute für uns beide gut. Ja. Na dann. Ja, und dann freue ich mich, dass ihr mal wieder eingeschaltet habt. Und ja, morgen geht es dann wieder normal weiter. Beziehungsweise heute ist übrigens noch angedacht. Ja. Ein Stream, würde ich jetzt mal einfach sagen. Ich würde das mal in den Raum schmeißen. Nachher, also je nachdem, wann ihr das guckt, ist das vielleicht schon vorbei. Ist aber wieder angesetzt, ein Pokémon Smaragd Randomizer Stream, aber diesmal ein bisschen anders. Ich möchte diesmal die Zeitlinie nicht durcheinander bringen, sondern ich möchte alles in der Reihenfolge machen, in der es sein sollte. Obwohl mein Pokémon, meine Map verzufälligt ist. Mal gucken, wie gut ich das hinkriege. Mit dem neuen Tool, was ich letzte Woche mal gezeigt habe, vorgestellt habe, müsste das eigentlich ganz gut gehen. Ich bin aber mal gespannt. Ich möchte auf jeden Fall heute mal versuchen, Pokémon so zu spielen, wie ich es eigentlich hätte spielen müssen, wenn es nicht randomized wäre. Und zwar mit wirklich allen notwendigen Events, die da vorkommen. Ja, jedenfalls, vielleicht seid ihr dabei, vielleicht seid ihr nicht dabei, vielleicht wart ihr nicht dabei, dann ist es auf jeden Fall sinnvoll, sich das auch mal anzugucken. Das ist sehr cool, diese Randomizer-Runs und ja, also falls ihr die Zeit habt und falls nicht, dann kann ich euch auch den ans Herz legen. Mein Randomizer-Run von letzter Woche, der dauert nicht mal 2 Stunden, also da könntet ihr vielleicht sogar noch die Zeit dafür haben. Alles andere, was in dem Stream danach kommt, ist nur Gequatsche. Nur so für den Fall, dass die bloße Zeit euch, ja, da, weiß ich nicht, so davon eher abhalten würde. Also die schiere Zeitspanne, die da steht. Ja, das war alles, was ich sagen wollte. Und damit, tschüss, bis zum nächsten Mal.